Achtung, jetzt kommt Frau Göring-Eckardt mit Falschinformationen und ich überführe Sie hier in diesem Video, wie sie uns eiskalt ins Gesicht lügt. So Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir jedenfalls ist es viel zu heiß. In manchen Teilen Deutschlands werden jetzt gerade 37 Grad gemessen in diesen Tagen. Oh, 37 Grad, wir gehen alle kaputt. Ich muss nicht mehr auswandern, weil es hier endlich wärmer wird. Was wollen Sie uns wieder erzählen? Passt genau auf, ich zerlege Sie komplett. Es ist schlimm für alte Leute, für Leute, die mit Kreislaufproblemen haben, für Leute mit kleinen Kindern, für die kleinen Kinder selber. Was? Für kleine Kinder, für Leute mit Kreislaufproblemen und für Alte ist die Hitze ein Problem? Frau Göring-Eckardt, zu welcher dieser Kategorien zählen Sie sich denn jetzt selbst? Sie sitzen ja auch da und sagen, es ist unerträglich heiß. Sie zählen selbst keine Gruppe auf, der Sie angehören, oder empfinden Sie sich schon als alt oder haben Sie Kreislaufprobleme? Ein Kind sind Sie definitiv nicht, zumindest nicht körperlich, eventuell vielleicht geistig, aber ich bin kein Psychologe, der hier Ihre Intelligenz aus der Ferne messen kann. Das müsste man schon mit einem validierten Test machen. Viel schlimmer ist, was Sie uns gleich erzählen wollen, das ist und bleibt erstunken und erlogen. Natürlich hatten wir auch früher warme Tage, heiße Tage, ja, aber eben nicht so viele, nicht so intensiv. Allein in Thüringen hat sich die Zahl in den letzten Jahrzehnten verdreifacht. Nicht so viele heiße Tage, Frau Göring-Eckardt. Sie hatten es wohl mit Mathematik nicht so, war bestimmt immer freitags bei der Klimademonstration. Aber ich möchte es Ihnen gar nicht vorwerfen, wobei ich das ja eigentlich könnte. Ich präsentiere Ihnen einfach die Fakten, ich widerlege sie, denn es ist so einfach. Seit über 70 Jahren wird hier dokumentiert in ganz Deutschland und die ausschlaggebende Marke ist jetzt nicht die Tageshöchsttemperatur. Wir messen den Sommer anhand der Tage mit 30 Grad oder mehr. Die heißen Tage des Sommers sind definiert vom Deutschen Wetterdienst mit 30 Grad oder mehr. Im Jahrhundertsommer, an den sogar ich mich erinnern kann, 2003, gab es alleine in Baden-Württemberg 26,6 Tage mit 30 Grad oder mehr. Im gesamten Bundesgebiet lag damals der Schnitt bei 19 Tagen mit über 30 Grad oder mehr. Und Jahr 2018 gab es im bundesweiten Schnitt einen Tag mehr, 20 Tage über 30 Grad. Doch was hier völlig außer Acht gelassen wird, ist die Vermischung der Monate. Sie stützen sich immer darauf, wenn der Juni wärmer ist als der Juni von davor. Dabei bleibt festzuhalten, dass August 2003 weiterhin unangefochten der wärmste August seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist. Und somit bleibt hier festzuhalten von einem Meteorologen: Der Sommer 2003 ist weiterhin der wärmste Sommer seit dem Beginn flächendeckender Beobachtungen in Deutschland seit 1881. Das sagt hier ein Experte, ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Es ist einfach unfassbar, wie sie uns hier dann irgendwelche Dinge unterjubeln wollen. Ja, letztes Jahr gab es Trockenrekorde, ja, aber was sie uns hier immer wieder erzählen wollen: Der wärmste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen ist und bleibt der Sommer 2003. Und ich kann mich noch an diesen Sommer sehr gut erinnern. Ich habe damals mehrere Tage dann im Keller geschlafen, weil es einfach nicht mehr auszuhalten war. Also einfach die Matratze runtergeschleift und unten geschlafen. Allerdings möchte Frau Göring-Eckardt uns hier noch weiter beglücken. Hören wir noch mal kurz zu. Was kann man machen? Die Städte können dafür sorgen, dass Trinkbrunnen überall stehen, dass mehr Grün in der Stadt ist und alles das. Was kann man noch machen? Man kann Grün wählen, damit es nicht immer so weitergeht. Was für Klimaschutz tun, auch ganz persönlich, auch das geht ganz gut. Jetzt unmittelbar, passt aufeinander auf, trinkt genug, geht in den Schatten, rennt nicht durch die Gegend, alles das. Passt vor allen Dingen auf eure Nachbarn auf, damit jetzt keiner zu Schaden kommt in dieser Zeit. Oh, weil das Robert-Koch-Institut für dieses Jahr noch null Hitzetote führt, möchte jetzt Frau Göring-Eckardt hier wieder das Framing lenken auf: Wir sollen grün wählen, damit es nicht ewig so weitergeht. Oh Mann, Leute, das meinen Sie aber ernst. Frau Göring-Eckardt, ich finde es bedenklich, wenn Sie hier als Bundestagsvizepräsidentin quasi staatlich verordnete Fake News verbreiten. Es ist weiterhin Fakt, dass der wärmste Sommer seit Aufzeichnungen der Sommer 2003 ist. Was hat es eigentlich mit der Verdreifachung dieser Hitzetage zu tun in Thüringen, die sie angesprochen hat? Und ja, in den letzten 70 Jahren haben sich diese Hitzetage verdreifacht. Aktuell ist auch im letzten 10-Jahres-Schnitt Berlin die Stadt mit den meisten Hitzetagen. Und was sie dabei wieder völlig außer Acht lassen, ist, dass die städtische Bebauung mit hauptausschlagend dafür ist, wie warm es in einer Stadt ist.
Es ist einfach phänomenal. Das fängt schon damit an, es gibt in Berlin viele vierspurige Straßen mit einem grünen Mittelstreifen. Da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, umso höher das Gras auf dem Mittelstreifen steht, umso kühler wird der Boden darunter abgekühlt, was für dich und mich nur logisch ist, haben sogar Wissenschaftler herausgefunden, waren bestimmt vom Geheimdienst oder von der CIA, wie man immer spöttlicherweise sagen muss, für Dinge, die offensichtlich sind, die sie herausfinden. Vor allem die ganzen Gebäude, die sich aufheizen. Und das Problem ist, physikalisch gesehen fließt Wärme immer von warm zu kalt. Das heißt, wenn es nachts sternenklar ist und der Himmel kühlt ab, strahlt die ganze Erde ihre Wärme ab nach oben in die Kälte. Das Gleiche passiert dann allerdings auch mit Gebäuden in der Stadt. Die Gebäude fangen dann an und strahlen nach oben ab, klar, aber sie strahlen auf alle vier Seiten ihre Wärme ab. Und wenn man dann halt die ganze Stadt zubaut aus Betonwüsten, dann ist es logisch, dass dieses Abkühlen fast nicht mehr stattfindet und sich quasi die ganzen Betonwüsten immer weiter selbst aufheizen. Deswegen ist das, was sie gesagt hat mit dem mehr Grün in der Stadt, das stimmt schon, aber es gibt schon große Unterschiede, wenn man zum Beispiel weißen Fahrbahnbelag hat statt schwarzen Asphalt. Das sind alles Dinge, die wir in der Stadt machen können. Auch grüne Fassaden und grüne Dächer helfen mehr. Wir haben es gesehen jetzt aktuell bei den schweren Unwettern wieder in Nordrhein-Westfalen. Dabei fällt dort kaum Regen. Für alle, die das nicht so auf dem Schirm haben. Wenn ein schweres Gewitter ist und es fallen 150 Liter Wasser auf den Quadratmeter in einer Stunde, dann sind das 15 Zentimeter. 15 Zentimeter an Wasser und manche Straßen stehen so hoch unter Wasser. Naja, wie kommt das? Das kommt von falscher Stadtplanung. In dem Moment, wo man Flächen versiegelt, muss man sich über das abzuführende Oberflächenwasser Gedanken machen. Und es ist in Deutschland üblich, dass wir Regenmengen von 100 Litern pro Quadratmeter in normalen Regengüssen im Sommer im Gewitter bekommen können. Das haben wir schon in der Vergangenheit. Aktuell haben wir jetzt ein anderes Problem. Die Wolkengeschwindigkeit, die hat sich scheinbar reduziert. Die Wolken regnen länger auf der gleichen Fläche ab, anstatt weiterzuziehen. Aber das Hauptproblem ist, dass sie einfach völlig überfordert sind, wenn die ausgerechnete Menge Wasser dann am Ende auch wirklich auf das System trifft. Da kommt dann dazu, viele Privatleute versiegeln zusätzlich Flächen und wir sind selbst dran schuld. Wir wissen vorher, wie viel Oberflächenwasser anfällt, bauen unsere Gebäude da rein, um dann zu sagen, der Klimawandel ist schuld. Nein, der Mensch ist schuld, der nicht genug Ausgleichsflächen hier geschaffen hat, der keine Speichermöglichkeiten hat. Also bestes Beispiel ist, wenn man in einer Stadt statt normal gedeckter Dächer, die sofort ablaufen in die Rinne, halt wirklich 50% Gründächer drin hat, die funktionieren wie ein Schwamm. Da kann es erstmal eine halbe Stunde, Stunde regnen, je nach Intensität, wo sich das Dach nur vollsaugt mit Wasser, bevor es dann anfängt, Wasser abzugeben. Und vor allem, es gibt nur das Überschusswasser ab, und zwar weitaus weniger. Es gibt die ganzen Konzepte. Ich muss ja immer lachen, wenn sie hier dann alle absaufen, wenn ich mir angucke, wenn Monsun ist in Asien. Ja, da säuft auch mal Bangkok ab. Oder andere Städte, die mal unter Wasser stehen. Aber bei denen fallen Regenmengen, da wäre Deutschland schon weggeschwommen. Also da wären wir schon zu den Niederländern rübergeschwommen. Und sie wollen uns immer wieder Klimawandel erzählen, wo ich sage, das Klima wandelt sich. Aber wer welchen Einfluss darauf hat, ist wissenschaftlich nicht bewiesen. Ist es nicht. Jeder, der was anderes behauptet, hat den IPCC-Bericht nicht gelesen. Es gibt keine Evidenz für die CO2-Theorie, es gibt nur Anhaltspunkte. Aber großer Fehler der Theorie ist schon, sie sagen, wir sind ein geschlossenes System. Sagen Sie das mal Elon Musk, der immer mit seiner Rakete oben aus dem geschlossenen System rausfliegt. Ein geschlossenes System wäre ein Gewächshaus mit geschlossenen Scheiben. Wir haben ein offenes System. Die NASA redet selbst von Space Weather. Sie haben eine eigene Weltraumwetterstation, die auch immer Regenprognosen abgibt, wenn Sonnenwinde auf das Erdmagnetfeld treffen. Das sind alles Fakten, hochspannend rund um das Wetter. Sie lassen es immer weg. Im Moment kommen sie mit neuen Erklärungen für Kondensstreifen um die Ecke. Bin ich spannend, was sie da wieder framen wollen. Aber linke Lügen enttarnt, kann man da nur sagen. Frau Göring-Eckardt, Sie sollten das löschen und Sie sollten sich vor allem dafür entschuldigen, hier einseitigen Quatsch zu erzählen mit ein paar Zahlen aus Thüringen, uns allen Angst zu machen, anstatt mal die Bebauung der Städte in den Vergleich zu ziehen. Und umso mehr Messstationen ich in urbanem Gelände habe, umso mehr Tage mit gestiegener Temperatur im Vergleich zu den anderen Stationen habe ich auch.
Das nennt man Täuschung. Aber Politik ist das Geschäft der dreckigen Wäsche. Heute war mal wieder grüne Wäsche dran. Mal schauen, was wir als nächstes waschen. Abonniere den Kanal, unterstütze ihn, bestelle bei Amazon, gehe vorher auf meinen Affiliate-Link. Du bezahlst den gleichen Preis, ich bekomme eine kleine Provision. Werde Mitglied des Kanals oder verbreite einfach die Videos. Drücke den Daumen hoch. Drücke die Glocke, wenn du noch nicht abonniert hast. Oder wenn du abonniert hast ohne Glocke, drück die Glocke. Drück die Glocke. Ansonsten sage ich ciao. Bis bald.